Protectors Enklave wird geladen. Die Enklave der Beschützer natürlich. So, willkommen beim südlichen Stadttor und wir befinden uns hier. Es ist tatsächlich, es erinnert mich ganz stark an Herr der Ringe Online. Also die Parallelen sind unverkennbar. Aber das ist durchaus nichts Schlechtes, muss man sagen. Mir gefällt das Setting, mir gefällt die Grafik, es ist alles schon ein bisschen, natürlich ein bisschen, naja, comichaft möchte ich nicht sagen. Aber doch mit dem nötigen Grad an Realismus und so weiter und so fort. Gefällt mir ganz gut, ich mag das. Auch Herr der Ringe Online habe ich gespielt wie ein Berserker. Weiß gar nicht mehr, ob das vor oder nach WoW war, keine Ahnung. So, dann schauen wir uns mal um. Wir sollen mit Feldwebel Nox sprechen. Der steht dort irgendwo. Das ist er wohl nicht. Ein Löwensiegelhändler. Händlerin natürlich. Entschuldigung. Und wir schauen uns hier mal ein bisschen um. Was haben wir denn da Schönes? Ich schaue mich generell mal ein bisschen um. Ach Mensch, Neverwinter sah schon immer gut aus. Aber ich habe das Gefühl, die Grafiken... Da kann man noch was machen, dass man vielleicht die Weite ein bisschen aufdrehen darf. Wir sind aber schon bei 100% bei den Grafiken. Na hier, Fenstermodus, pipapo, Vollbildaktualisierungsrate, tralala, Helligkeit. Erweiterte Grafikeinstellung. Komm, da gucken wir mal ganz kurz rein. Leistung, ein, Beleuchtungsqualität, hoch. Hoch. Maximal, hoch, hoch, very high, Detail. Qualität für Umgebungstexturen, 200%. Charaktertexturen, 200%. Was? Entfernung, 200%. Yeah, Entfernung für Geländedetails, 300%. Entfernung für Charakter, ich drehe einfach alles hoch. Maximale Trümmerobjekte, hoch. Qualität, hoch. Ein. Alles ein, alles hoch, alles sehr hoch. Gibt es ja auch sehr hoch? Nein. Übernehmen. Okay, und jetzt sieht das schon besser aus. Jetzt können wir auch, ja, das sieht schon besser aus. Jawohl, jetzt sehen wir auch mal ein bisschen was. Jetzt sieht das auch mal ein bisschen schöner aus. Das sieht nach Pet-System aus. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Epischer Held von Exile. Hört, hört, die Leute spielen wohl offenbar ein bisschen länger als ich. Ich werde leider auch nicht ganz so viel Zeit haben, mich hier hochzuarbeiten, wie es aussieht. Vorbei sind die schönen Zeiten, wo man abends mal einfach stundenlang ein MMO suchten konnte. So, Rix ist nicht der Richtige, hä? Wo ist denn der Nox? Der wird aber bestimmt noch am Eingang irgendwo stehen. Ich möchte erst mal mit dem sprechen, bevor ich ja mit irgendwem anders spreche. Handelsbarrenhändler. La, 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 la. Jetzt habe ich gerade einen Grafikfehler gesehen da hinten. Schöne Bilder auch. Ach, ist das schön und wie lebhaft hier alles ist. Egal ob Stoff oder Platte, wir haben alles. So, Feldwebel Nox, wo bist du denn? Ist der überhaupt hier? Marktplatz der sieben Sonnen. So, vor allen Dingen, ich glaube, die Server werden auch gleich runtergefahren für Maintenance sozusagen. Da hat sich das Anstehen natürlich sehr gelohnt. Ich feiere das gerade ein bisschen, das Spiel. Ich mag das sehr. Hat für mich echt so ein bisschen die alten Zeiten von Hardro, obwohl ich das jetzt nicht allzu oft erwähnen möchte. Und wir gucken uns jetzt mal ein bisschen die Gegend hier... Das für ein komisches Tier. Wir gucken uns mal ein bisschen die Gegend an hier. Und erkunden mal ein bisschen. Hey, Treppe hoch. So, dürfen wir nochmal. Hey, Treppe hoch. Es sieht aus, als kämen wir hier in royale Gefilde sozusagen. Halle der Gerechtigkeit, westlicher Hof. Ih, Wasser. Ich hasse nasse Füße. Die stinken immer so in den Kettenrüstungen. So, da oben das Zeichen der Transformers. Wir sind ja also auf jeden Fall richtig. Wen haben wir denn da? Hä? Was war das denn jetzt?
Ich glaube fast, wir sind zu früh und haben in der Beta noch einen kleinen Bug gefunden. Aber auch schön. So, zum Interagieren können wir was drücken. Da läuft eine Olle rum mit mit Teufelsschweif. Man muss ja gucken, was man hier für Worte in den Mund nimmt. In den Wund nimmt, wollte ich sagen. Und ich will mal ganz kurz gucken, wie es da hinten aussieht. Dazu stelle ich mich mal ein bisschen an die Treppen und schaue mir mal ein bisschen die Aussicht an. Ich frage mich, ob das alles wirklich begehbar ist. Das wäre natürlich ganz famos. Da täte ich mich freuen tun. So, und ich folge mal dem gepunkteten Weg. Der führt mich da jetzt wieder nach oben. So, 5 Minuten haben wir noch. Da laufe ich natürlich mal ein bisschen. Und die gute Akolyte beamt sich nach vorne. Hallo, schönes Mädchen. Ah ne, als Zwerg sagt man ja schönes Kind oder so. Ist da irgendwo... Habe ich gerade... Ist da Nox? Da ist der Nox. Hey! Die Protectors Enclave braucht eure Hilfe. Die Protectors Enclave? Okay, warum nicht die Enklave der Beschützer? Wilfred ist tot. Ja. Himmel und Hölle, er war zu jung für so einen Tod. Oh ja. Ich möchte euch für eure Taten auf der Brücke danken. Vielleicht wäre sogar die Protectors Enclave gefallen, wenn der Vorbote die Mauer überwunden hätte. Bitte nehmt euch aus der Kiste hinter mir ein Zeichen meiner Anerkennung. Hoffentlich kein Tant aus der Protectors Enclave. So, huh. Abgeschlossen. Danke für eure Hilfe. Denken Sie stets daran, Ihren Schatz einzusammeln. Das, als würde ich das vergessen. Ein Clan-Zweihänder. Ja, dann nehmen wir den mal an. Belohnung abholen, abgeschlossen. Brücke des schlafenden Drachen. Jetzt können wir wieder mit dem Feldwebel sprechen. Hallo, Feldwebelchen. So. Wir haben heute viele gute Leute verloren. Und die Tatsache, dass der Vorbote so nah an der Mauer erschienen ist, stellt die Sicherheit der Enclave in Frage. Vom Tellerwäscher zum Millionär. Ihr habt sicherlich einen großen Teil eures Besitzes verloren, als das Schiff, auf dem ihr gereist seid, von dem Drachenlich zerstört wurde. Jawohl. Viel kann ich euch nicht anbieten, außer ein wenig Zivilkleidung. Ihr möchtet euch doch sicherlich auch irgendwann einmal ausruhen und aus eurer Kampfmontur heraus. Versorgungsfeldwebel Quinn kann euch sicher weiterhelfen. Ihr findet ihn westlich von hier am anderen Ende des Tunnels. Das nehmen wir natürlich dankbar an. So, und folgen wir wieder der gepunkteten Linie in Richtung Quinn. Wir haben nicht mehr ganz so viel Zeit. Ich stürme mal dorthin. Threepwood. Ach, guck mal, da ist Guybrush. Guybrush, mein Lieblingszwerg. Schicker Bart, Alter. Gefällt mir gut. So, huch. So, hallo, Quinn. Ich habe von den Ereignissen bei der Brücke gehört. Und auch, dass ihr den Vorboten aufgehalten habt. Wir stehen alle in eurer Schuld. Nox hat mich gebeten, euch neue Kleidung zu geben. Ich habe leider nichts Ausgefallenes, aber immerhin halten sie warm. Werft doch einmal einen Blick in die Truhe. So, das machen wir natürlich gerne. Zack. Bauerntunika und Bauerngewand. Ich weiß nicht, ob ich mich darüber freuen soll. Arena PvP. 0 Minuten 37 Sekunden verbleibend. Ach cool. Dungeon Delves. So, klicken Sie auf Mode, um Gegenstände anzulegen, die das Aussehen verändern. Wie war das nochmal mit der Maus? Wie war denn die Mode? Wie kann ich nochmal auf Mode klicken? Hilfe! Wie war das nochmal, dass ich den Mausmodus aktivieren kann? Hallo, D-Dip. So. So, mit dem habe ich gesprochen und wir müssen jetzt zu Nox zurückkehren. Das mit der Mode können wir auch später mal machen. Weil der Server gleich runterfährt, weißt du? Da will ich mal möglichst schnell... Hallo, schönes Kind. Ich bin ein lediger Zwerg. So. Abgeschlossen. Ihr seid zurück. Gut. Ich habe mehr Arbeit für euch, sofern ihr daran interessiert seid. Na klar. Der Diebstahl der Krone. Mir wurde von Störungen in den Gewölben unter der Halle der Gerechtigkeit berichtet. Seit dem letzten Angriff gibt es kaum noch Wächter. Aber ihr solltet doch in der Lage sein, dem nachzugehen. Ich habe dem Torwächter mitgeteilt, dass ihr kommen werdet. Er wird euch ins Gewölbe lassen.
So, Quest angenommen. Der Diebstahl der Krone werden wir diesmal wahrscheinlich nicht mehr machen können. Hoffentlich aber ein nächstes Mal. Dann werde ich mich für dieses Mal, glaube ich, verabschieden. Oder nochmal ganz kurz gucken. Zum Ausblenden. Kommende Wettbewerbe. Okay, wollte ich gar nicht. Mode da oben. Wo ist denn der Mauszeiger? H ist Hilfe. C ist Charakter. L? I? Ja, I ist doch Inventar. Y ist irgendein Zauberbuch. Haben wir ja nicht, glaube ich. G ist ein Schild. O ist Bündnisse. Okay. G ist Gildenverwaltung. Auch die haben wir ja nicht. Und H ist Hilfe und Support. GM um Hilfe bitten. Hilfe. Einfach mal die GMs abfacken. Immer eine gute Idee. Die freuen sich ja über sowas. Haben ja sonst nichts zu tun. So, gehen Sie zur Hall of Justice. Alter, trefft der Superman. Hey, Gronkh, du musst das viel rollenspielgerechter spielen. Was macht er denn da? Dadurch, dass du auf dem Blumenpott stehst, bist du aber auch kein Held, mein Freund. So, wir gehen zur Hall of Justice. Ausdauer erforderlich. Und mal gucken, ob wir die noch betreten können. Wird geladen, wird geladen, wird geladen. Sie haben ein neues Lager entdeckt. Der Einstiegspunkt wurde freigeschaltet. Hallo, Torwächter. Das Gewölbe. Die Gewölben bewahren Neverwinters Geschichte. Und sie bewahren uns vor einer Geschichte Neverwinters. Ihr seid derjenige, den Feldwebel Nox für die Untersuchung hergeschickt hat? Gut, dass ihr hier seid. Wir haben einige merkwürdige Geräusche aus dem Gewölbe vernommen. Eine der anderen Wachen wollte es sich einmal ansehen, hätte aber längst zurück sein müssen. Ich muss leider den Eingang bewachen, werde euch aber durchlassen. Finde die Quelle dieser Geräusche und sucht Quartiermeister Otus. Braucht er vielleicht ein Pfefferminz? Er wird wissen, was dort vor sich geht. Und wir betreten das Gewölbe. Und ich habe das Gefühl, wir werden nicht viel von den Gewölben sehen, weil die Server gleich, ja, runtergefahren werden. Was ist denn hier los? Scharfe Schützen! So, jetzt du! Mitten im Kampf einmal meine Kettenrüstung aufheben, das kann doch nur ein Zwerg. So! Schießt in der Hölle weiter! Beim Erbauer! Oh, falsches Spiel. Und falsches Setting. Ich frage mich, wenn die Server abgeschaltet werden, ne? Dann starte ich ja wieder hier und die ganzen Viecher sind bestimmt wieder respawned. Was hier aber nicht so schlimm ist, glaube ich. So, wieso treffe ich nicht beide auf einmal eigentlich? So, und wie kann ich... Nein! Kann ich irgendwie auch blocken? Ach nee, ich bin ja... Ein Meister des Angriffs. So. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, wo ich einen Heiltrank nehmen kann übrigens. Kann ich bitte nicht auf eine Kurztaste legen? So, angelegt, Kettenrüstung, Glaubenskleriker, ist ja nicht so meins. Unidentifizierter Gegenstand haben wir natürlich auch. Clan Zweihänder können wir auch nehmen. Wir haben ein rostiges Langschwert. Anlegen, plus 25% Kraft, plus 25 Kraft, das nehmen wir natürlich. Ist wahrscheinlich ein bisschen langsamer. Bauerngewand will ich nicht. Wird gebunden. So. Mit der 3 gönne ich mir jetzt einen Heiltrank. Sammle hier noch ein bisschen die Kohle von den Leuten auf. Da ist noch ein Schatz. Was haben wir denn da? Eisenerz! Ja, Erz! Alles nehmen! Ein Rekrut. Ein Rekrut tut selten gut!
vor, das Gold. So, die liederlichen Bogenschützen. Ach, ich hasse sie. Was ich nicht hasse, sind Schätze. Was haben wir denn da? Oh, Naturpaket. Was ist denn ein Naturpaket? Und was ist das da? Erze? Wüstenrose. Naturpaket-Erfolg. Aha. Ich fühle mich total erfolgreich durch diesen Naturpaket. Gott sei Dank. Ich dachte schon, ich pack's nicht mehr. Kleiner Heiltrank. Kleiner Heiltrank, komm zu mir. Und schon wieder scharfe Schützen. Na, dann wollen wir mal. Hello. Hüa! So. Freigeräumt. Da fliegt Gold. Ach, das sind wieder nur Pfennige. Pfennigbeträge, die hier rumfliegen. Die verdienen wohl nichts. Alles aufnehmen. Einfacher Pelz, Eisenerz, Leder. Ich rieche übrigens Crafting, wenn ich das alles so sehe. Gegenstände erhalten, pipapo. Na, wen haben wir denn da? Noch ein paar Bogenschützele. Huch, hey! So, tschüss und tschüss und tschüss.